Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 1. Wir sind jetzt dabei, einen weiteren Aussichtspunkt zu synchronisieren und damit den Rest des Landes hier zu... Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ja, freischalten zu können. Ja, obwohl freischalten können, ja, trifft es auch irgendwie... wir können zwar vorher schon hin, aber wir können die anderen Aussichtspunkte nicht synchronisieren, wenn wir da nicht hingehen. So. 11 von 10 Jerusalem kreuzen. Oh. Okay, der Turm ist da hinten. Bitte gib eine milde Gabe. Bitte nur so. Ein paar Goldstücke. What are you holler? What are you holler? Ja, sie sollen mal bitte leise rufen. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Na, ja, jetzt hoch bitte. Jetzt nach links. Einmal hoch. Danke. Und synchronisieren. Damit können wir nun auch in den westlichen Teil der Stadt und dort unsere Aufträge erfüllen. Oder unsere Aufgaben. So, was wäre der nächste Aussichtspunkt? Der nächste Aussichtspunkt ist der hier. Was? Nee, wollte ich doch gar nicht. Ja gut, dann retten wir den Bürger halt mal. Ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht drauf gehen. Weil das uns eigentlich bloß noch auffällt und das ist eh bloß so eine Random. Ja gut, Random ist sie nicht, die ist geplant schon, aber das bringt mir... Wie sieht sie denn? Achso. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ihre Haare haben gerade vorhin so blau geleuchtet. Und deshalb habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Nein, mit der. Doch, ich gehe. Bei dem Tempo verletzt da noch jemand. Wie rücksichtslos kann man denn sein? Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Flehe euch an. Ich bitte euch. Halte ihn, du Paula Cheyenne. Bitte hilf mir doch jemand. Los! So, einmal bitte hier hoch. Und einmal hier hoch. Ja, dafür gibt es einen Grund, mein Herr. Aber den werdet ihr nicht erfahren. / verstehen. Jawohl, vielleicht verstehen schon. Da ist er, der Aussichtspunkt. Ich muss wieder runter. Komme ich hier hoch? Ja, hier komme ich hoch. Sehr schön. Und hier noch einmal geschwind hinauf. Lieber Falke oder was du auch immer du bist, hier weg. Nochmal. Ich würde mich hier gerne draufsetzen. Draufsetzen und die Gegend synchronisieren. Aha, zwei Dinge haben wir hier. Informantenherausforderung, Attentat und Befragung. Naja, das Attentat machen wir jetzt mal nicht, wir machen mal die Befragung. Mal schauen, ob wir das schaffen. Oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut. Noch schnell. Ja, Entschuldigung. Oh, was war das denn? Das? Was war das denn für... Alter, das wären immer mehr. Kann das sein? Ja, damit hat er jetzt wohl nicht gerechnet, dass ich jetzt auf einmal nach hinten aushole.
Oh, da ist ein Templer. Erstmal die andere. Ja, okay. War das kein Templer? Oder lebt? Ne, der lebt nicht mehr. Der lebt, glaube ich, nicht mehr. Der lebt nicht mehr, Freunde. Tor vorbei für ihn. So, dann haben wir die Fackel, ja, natürlich haben wir die Fackel mitgenommen. Die Flagge mitgenommen. Nein, ich wollte ich will die ganze Zeit nicht nach da hinten. Ich wollte eigentlich. Kannst du schon, sei schon bleiben. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. Ein Übel ist in ihren Herzen. Lasset uns diese Gelegenheit nutzen. Redet mit ihnen. Macht Zugeständnisse. Zusammen können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahrmachen. Ich bin arm und krank und hungrig. Volk von Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen. Alter, nein. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. Weist sie nicht ab. Weist sie nicht ab. Ja, wir müssen den Herren aber auch noch ein paar Fragen stellen. Und wir müssen halt schauen, dass keine dieser Gangster dabei sind. Und keiner von den anderen. Ja, da ist doch hier der perfekte Ort. Alter, der hat ja richtig einen Bums drauf, der Typ. Oh, ihr sprecht passt. Von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Jo. Ich würde sagen, das war's. Für ihn zumindest. Also du, wo bist du? So, wir müssen jetzt mal ganz schnell weg hier. Was wollt ihr von mir? Doch, wir setzen jetzt mal hier kurz hin. Schauen wir, was wir noch haben. Dahinter müssen wir wahrscheinlich später mal. Na wohl, da unten müssen wir auf jeden Fall hin. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. So. Tretet jetzt zurück. So, ich würde mal sagen. Wir werden verfolgt. So, wo ist? Bitte tut mir nicht! Okay, das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden. Vor allem, weil er die Messer nicht auswechselt. Überall.
So. Okay, jetzt sind wir wieder weg. Das war vielleicht ein kleiner Fehler, den Typen anzugreifen. Neun Messer haben wir noch. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Wo ist der Aussichtsturm? Wer ist dafür verantwortlich? Das ist wahrscheinlich der da. Naja, das dürfte der Kommt sein. Nicht näher. Warte. من الذي فعل هذا؟ أخبرني. Oh, da hätten wir uns auch hinstellen können. Ist aber wurscht. Wir können hier synchronisieren. Wir können mal auf die Karte gucken. Oh, hier. Was haben wir hier? Belauschen. Ja, belauschen ist immer noch schön. Müssen wir kaum was machen. Da müssen wir kaum was machen. So. Wir haben aber auch keine Messer mehr. Oder kaum Messer. Ich bete nur. So, 5 Messer erhalten. Passt. So. Na, einmal dein und zuhören. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Okay. Robert wird an der Beerdigung teilnehmen. Da unten ist aber noch was, angeblich. Schauen wir mal darunter. Das Attentat-Ding, das mache ich recht ungern, weil ich da einfach verdammt schlecht drin bin. Und vor allem, weil das vor allem auf Zeit geht. Haben wir das letzte Mal gesehen. Das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen. Dass ich da dann auch noch unter Zeitdruck stehe. Wir machen es uns schön einfach, ne? Mal hier quer rüber rennen. Und da dürfte hier irgendwo der Aussichtspunkt sein. Da oben ist er. So, geh rüber und synchronisiere. Ah, das ist doch auch mal ein schöner Platz. Hier. Da ist irgendwie ein Turm zusammengefallen. Was ist das? Informantenherausforderung Bogenschützen ausschalten und Informantenherausforderung Dachrennen. Machen wir mal Bogenschützen ausschalten. Das haben wir bisher bloß einmal gemacht. Bis damit ein bisschen Abwechslung hier reinkommt. In die Bude. So ein komischer Kauz. So, dann rennen wir mal hier rüber. Ach, der ist da unten, der Typ. Alter, hier mein Freund. Ihr müsst mir helfen. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen. Ich möchte euch um 2 Gefallen bitten. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Roberts Pläne erfahren kann.
Okay. Eliminieren Sie alle Bogenschützen. Also hier wäre dann gleich mal der erste. Haltet ihn! Haltet ihn! Okay, Informanten Herausforderung auch schon. Ist fehlgeschlagen. Was tauchen Sie unter? Fehlgeschlagen? Ach Gott. Bloß weil ich entdeckt wurde, oder was? Von dem Typen. Ich meine, es war ja bloß der Typ. So, jetzt nochmal. Ist er verrückt geworden? Tötet ihn! So, jetzt hat's geklappt. Einer von vier ausgeschaltet. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. So. Da werden wir drin, dann können wir den nächsten schon mal anvisieren. Wo ist der? Ist der hier oben? Ja, der ist hier oben. Haltet ihn! Das war ein schnelles Ableben. So, wo steht der nächste? Der nächste steht irgendwo da hinten. Also da unten wohl eher. Yes. Das nächste ausgeschalten. Und da ist dann der dritte, der vierte da hinten. Okay, wir müssen hier runter. Ah, das machen wir jetzt noch hier in der Folge. Tötet ihn! Gut, das hätten wir. Alle Bogenschützen erfolgreich eliminiert. Was denkt dieser Mann sich? Ja, dieser Mann denkt sich gar nichts. Ich bin euch auf ewig zu Dank verpflichtet. Malik hätte mir nie verziehen. Hier ist, was ich erfahren habe. Für einen Mann wie mich wäre ein direkter Angriff unmöglich. Es gibt zu viele Wachen. Stattdessen würde ich mich unter die Gelehrten mischen, die das Begräbnis sicher besuchen werden. Es ist nicht der direkteste Weg, aber vermutlich der sicherste. Gut. Das ist mal ein Wort. So. Das war's aber jetzt für Assassin's Creed. Das war's jetzt bei Assassin's Creed für heute. So rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann zum Büro zurückgehen. Bis bald.